Und ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 3. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung. Gesetz zur Finanzierung von Pflegeschulen. Pflegeschulenfinanzierungsgesetz, Drucksache 20-2650. Einbringung erfolgt durch den hessischen Minister für Soziales und Integration, den Kollegen Kai Klose. Herr Kollege Klose, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, Ihnen heute Abend unseren Gesetzentwurf zur Finanzierung von Pflegeschulen vorstellen zu dürfen. Der Bund hat ja die Ausbildung der Pflegeberufe umfassend novelliert, und er hat die bisher getrennten Ausbildungen für die Bereiche Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege zu einer generalistischen Ausbildung zusammengeführt. Dieses Pflegeberufegesetz regelt außerdem die finanzielle Ausstattung der Pflegeschulen über den Pflegeausbildungsfonds. Für diesen Fonds haben wir im letzten Jahr durch Gesetz hier im Landtag bereits das Sondervermögen errichtet. Die vom Bund getroffenen Finanzierungsregeln sehen aber keine Übernahme von Miet- oder Investitionskosten für die Räume der Pflegeschulen vor. Das konterkariert das ganze Gesetz, denn das Pflegeberufegesetz soll ja Schulgeldfreiheit sicherstellen. Wenn aber dann Schulgeld erhoben werden muss, weil die Mietkosten nur über Teilnehmerbeiträge zu refinanzieren wären, dann wäre das logischerweise widersinnig. Und deshalb schaffen wir mit unserem Gesetz einen Anspruch auf Übernahme der Miet- und Investitionskosten gegenüber dem Land Hessen. Seit 2016 haben wir für die Altenpflegehilfe und die Altenpflegeausbildung eine zusätzliche Förderung für die ausbildungsintegrierte berufsbezogene Sprachförderung ermöglicht. Auch das ist ein ganz wichtiges Element, weil so Bewerberinnen und Bewerber zu einem Berufsabschluss gebracht werden, die sonst an sprachlichen Hürden scheitern könnten. Mit unserem Gesetz dehnen wir diese Unterstützung auf die neue Ausbildung in den Pflegeberufen insgesamt aus. Die Sprachförderung für die weiter bestehende Altenpflegehilfeausbildung bleibt selbstverständlich erhalten. Und so stellen wir sicher, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder fachsprachlichen Defiziten – und diese Gruppe stellt ja schon heute einen großen Teil der Auszubildenden in den Altenpflegeberufen und auch der Beschäftigten in der Altenpflege – auch künftig während ihrer Ausbildung unterstützen können. Die Sprachförderung ist deshalb von zentraler Bedeutung. Meine Damen und Herren, wie dringend gute Pflegekräfte in unserer Gesellschaft gebraucht werden, das haben wir ja auch heute früh, heute Mittag alle noch einmal beschworen. Wir sehen es aktuell ganz besonders. Und deshalb ist es von hohem gesamtgesellschaftlichen Interesse, dass wir die Ausbildungsstrukturen sichern. Eine Verringerung der Ausbildungskapazitäten gerade in diesem Engpassberuf wollen und können wir uns angesichts des bereits bestehenden Fachkräftemangels nicht leisten. Auch deshalb ist dieser Gesetzentwurf so wichtig, um die pflegerische Versorgung einer älter werdenden hessischen Bevölkerung sicherzustellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Das Gesetz ist damit eingebracht. Ich eröffne die Aussprache. Und erste Rednerin ist die Kollegin Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Wir haben vereinbart 5 Minuten. Nein, wir haben nicht vereinbart, sonst eine erste Lesung. 5 Minuten pro Fraktion. Bitte schön. Danke sehr, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte vielleicht Wahrsagerin werden. Ich gehöre ja nicht zu den Kolleginnen und Kollegen, die an ein höheres Wesen glauben, wie vielleicht andere. Aber es gibt manchmal Zufälle, die lassen mich kurz daran zweifeln. Am 18. Juni habe ich von diesem Pult hier bei der Lesung des Pflegeausbildungsfonds gesagt, darauf hingewiesen, dass das mit der Schulgeldfreiheit und dem Ausbildungsentgelt schon begrüßenswert ist, aber es keine Lösung für die Miet- und Investitionskosten der Pflegeschulen gibt. Und das wollen Sie also heute nachholen, ja, habe ich doch schon mal richtig vorwahrgesagt. Ich danke euch. Ja. Im April hat jetzt Schwarz-Grün einen Änderungsantrag meiner Fraktion im Ausschuss weggestimmt. Der hat gefordert, nicht nur die Schulgeldfreiheit bei den Heilmitteln
Schulen einzuführen, sondern auch dort die Investitionskosten zu berücksichtigen, die ja da auch anfallen. Und jetzt mache ich meine zweite Vorhersage. Wir wissen ja schon, auch dieses Gesetz, das morgen verabschiedet wird, soll ja evaluiert werden. Und ich bin mir sicher, Sie werden nächstes Jahr ganz plötzlich erkennen, dass es auch notwendig ist, hier die Investitionskosten zu erstatten. Ich freue mich ja darüber, wenn Sie uns unsere Oppositionsarbeit so leicht machen. Aber es wäre für alle Beteiligten, insbesondere für die Schüler und Schülerinnen, aber auch für die Anzuhörenden, viel schöner, wenn Sie deren Argumente schon gleich von Anfang an ernst nehmen würden und nicht immer erst ein oder zwei Jahre ins Land gehen lassen müssen, bevor Sie dann die notwendigen Verbesserungen nachreichen. Weil das führt manchmal auch dazu, dass die eine oder andere Schule schließen muss. Aber jetzt zur Finanzierung der Pflegeschulen. Ich bin durchaus damit einverstanden, dass mit der Intention des Gesetzentwurfs heißt das gut, dass wir hier den Weg für eine umfassende Finanzierung der Pflegeschulen freimachen können. Und ich bin auch froh, dass es eine fundierte statistische Erhebung zur Pflegeausbildung geben soll. Vielleicht bekommen dann auch die Antworten auf meine kleinen Anfragen ans Sozialministerium etwas mehr Substanz. Und ich erfahre auch etwas. Und ich bin auch dafür, dass es der berufsbezogene Spracherwerb auch in der Pflegeausbildung weiter gewährleistet sein soll. Es wäre doch viel erfolgsversprechender, statt überall Arbeitskräfte anzuwerben, dass man die Menschen, die jetzt schon in Deutschland leben und hier vielleicht auch, oder vielleicht auch schon vorher eine Ausbildung im medizinischen Bereich gemacht haben, hier fortbilden und ihnen diese Unterstützung geben würde. Das würde ihnen nützen, auch ihre berufliche Anerkennung zu forcieren, die ja ewig dauert. Tun Sie endlich etwas, damit die Fachkräfte in der Medizin, die dringend benötigt werden, ihre Arbeit tun können und auch ihr Einkommen selbst erwirtschaften können. Aber mit der angemessenen Sprachförderung, meine verehrten Damen und Herren, habe ich da so meine Probleme. Ihre Stundenpauschale soll bei 2,94 Euro pro Schülerin und Schüler liegen. Das sind 2,94 Euro für Unterrichtsstunde, also dreiviertel Stunde, plus Vor- und Nachbereitungszeit für die Lehrkraft. Da gehören ja auch so Sachen wie Teamsitzungen, Besprechungen dazu. Das ist eigentlich ein ziemlich schlechter Witz, der mit dem guten Verdienst für gute Arbeit überhaupt nichts zu tun hat. Schulleiterinnen und Schulleiter, mit denen ich gesprochen habe, sagen deutlich, wenn wir die Lehrkräfte ordentlich bezahlen wollen, dann muss es mindestens 6 Euro pro Stunde sein. Alles andere entwürdigt den hohen Anspruch und den hohen Einsatz, den eine solche Tätigkeit als Deutsch, als Zweitsprache Lehrkraft hat. Die brauchen auch eine ordentliche Ausbildung dazu. Und hier müssen sie also dringend nachbessern, bevor dieses Gesetz verabschiedet wird, meine Damen und Herren. Der Skandal ist auch, dass bisher sich der Gesetzgeber ja weigert, diese unwürdige Situation zu ändern und eine klare Abgrenzung zwischen Arbeitnehmern und Selbstständigen vorzunehmen, die sich auch die oft Lehrkräfte in der Weiterbildung anwenden lässt. Und das ist ein Thema, das immer wieder die Gerichte beschäftigt. Ich hoffe auch, dass die neue Verordnung nicht zu einem Bürokratiemonster verkommt, sodass die Schulen mit mehrfacher Datenübermittlung beschäftigt werden. Das sind die Bedenken. Aber ich möchte noch auf einen dritten Punkt hinweisen. Da geht es um die konkrete Ausgestaltung der Investitionsmittel. Bei den angemieteten Räumlichkeiten werden die Netto-Kaltmieten erstattet. Das ist logisch. Damit ignorieren Sie aber, dass in der Regel ein Mieter auch gewisse Instandhaltungskosten hat. Diese Gelder bekommen die Pflegeschulen, die ihre Eigentum an den Gebäuden haben. Die bekommen das erstattet. Und das ist eine Ungleichbehandlung. Ich denke, das wird im Ausschuss sicher, in der Anhörung sicher noch eine Rolle spielen. Aber verdenken Sie mir es nicht. Ich musste wirklich sehr laut lachen bei der Begründung, wo Sie den Hinweis mit aufgenommen haben, dass Sie Sale and Lease Back zu Lasten des Landes verhindern wollen. Also, das hat mich wirklich sehr amüsiert. Das sollten Sie einmal dem Finanzministerium mitteilen. Die Kochsche Politik hat Hessen damit mit dieser Methode einen echten Schaden zugefügt. Und schön, dass Sie solche Praktiken verhindern wollen. Aber das hätten Sie bereits in eigener Sache schon längst tun können. Schönen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Nächster Redner für die Freien Demokraten ist der Kollege Pürsün.
Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist gut, dass zum Jahreswechsel das neue Pflegeberufegesetz in Kraft getreten ist. Das bietet zahlreiche Möglichkeiten, es nun besser zu machen und die Versäumnisse in der Pflege aufzuholen. Gerne möchte ich unseren Dank an die Pflegekräfte aussprechen, die aktuell wie sonst auch alles geben, um unsere Bürgerinnen und Bürger bestens zu versorgen. Daher ist es auch konsequent, in Form eines Pflegebonus Anerkennung nach den vielen Jahren der Missachtung der Pflege auszusprechen. Wir sehen aber auch, dass den Pflegeschulen ein Steuerungsinstrument aus der Hand genommen wird, mit dem sie Einnahmen generieren konnten. Daher bedarf es nun anderweitiger finanzieller Mittel, damit diese Schulen weiterhin die Pflegekräfte von morgen ausbilden können. Wir merken dieser Tage aber, dass an allen Enden das Geld fehlt und dass vieles hätte besser gemacht werden können, sowohl im Vorfeld als auch dann im Nachgang. Diese Pflegekräfte werden nur dann langfristig zufrieden in der Pflege arbeiten, wenn auch die Arbeitsbedingungen besser werden. Die Pflege arbeitet oftmals und aktuell unter den schwierigsten Bedingungen. Lange Zeit stand in der Krise nicht ausreichend Schutzmaterial zur Verfügung, und auch jetzt wird nicht ausreichend und regelmäßig getestet, weder bei den Patienten noch bei dem Personal. Hier besteht noch reichlich Nachbesserungsbedarf zum Schutz pflegebedürftiger und alter Menschen, aber auch zum Schutz der Pflegenden, für die wir genauso Verantwortung tragen. Die Landesregierung erfüllt hier nicht die Erwartungen. Sie hat auch die Bedeutung der Pflege nicht erkannt. Sie hat die Pflege aus der Corona-Krisenarbeit anfangs ferngehalten. Welch Ignoranz! Es gibt auch keine Antwort, wie bei Rückverlegungen vom Krankenhaus in Pflegeeinrichtungen das Corona-Risiko vermieden werden soll. Die Reha-Kliniken können eine wichtige Aufgabe übernehmen und werden komplett ignoriert. Der ambulanten Pflege würden Parkausweise für den sozialen Dienst aktuell sehr helfen. Die Zeit für Parkplatzsuche, der längere Fußweg und der Strafzettel gehen am Ende zulasten der zu Pflegenden. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu alledem gehört aus unserer Sicht ganz klar auch der Einsatz für die Digitalisierung der Pflege. Das ist eine sinnvolle Investition in die Zukunft, die Sie schon viel zu lange verschlafen haben. Wir schaffen damit bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege, effizientere und schlankere Abläufe und können auch die Fehleranfälligkeit reduzieren. Der Bund hat das Arbeitsgesetz modifiziert, weil die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte im Gesundheitsbereich nicht ausreichen könnten, wenn die Zahl der Corona-Infizierten steigt. Klar, wenn die Beschäftigten einen guten Teil ihrer Arbeitszeit mit aufwendigem Papierkram verbringen, ist weniger Zeit für die Patienten. Die Länder im Norden Europas machen es vor. Die Digitalisierung bringt für die Beschäftigten enorme Vorteile und Vereinfachung mit sich. Und nicht nur die Beschäftigten, auch die Patienten profitieren, wenn sie Zugang zu WLAN in Einrichtungen haben und digital kommunizieren können. Wir fordern daher, die Pflegeschulen und die Pflege nicht nur finanziell, sondern auch strukturell zu unterstützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Pürs. Die nächste Rednerin für die CDU ist die Abg. Petra Müller-Klepper. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Unsere Pflegeschulen in Hessen sind mit den Ausbildungsbetrieben der Garant, dass der Nachwuchs ein gutes Rüstzeug für die Tätigkeit in der Pflege erhält. Wir als Land stellen dafür nicht nur den inhaltlichen Rahmen, wir sorgen auch für die adäquate finanzielle Ausstattung der Pflegeschulen. Das war in der Vergangenheit so. Während andere Länder noch bis vor Kurzem die Schüler zur Kasse gebeten haben, haben wir das Schulgeld in der Altenpflege schon vor Jahren abgeschafft. Das Land hat die Kosten getragen, die Plätze erhöht und dafür immer mehr Geld zur Verfügung gestellt. Wir tun beides auch in der neuen generalistischen Ausbildung, indem wir mit den Akteuren der Pflegebranche durch einen Ausbildungspakt die Azubi-Zahl weiter steigern und indem wir die Finanzierung durch den neuen Pflegeausbildungsfonds sicherstellen, aus dem die Betriebe
und die Pflegeschulen die Ausbildungskosten erstattet bekommen. Doch das Pflegeberufegesetz des Bundes und sein Finanzierungssystem hat einen Geburtsfehler. Die Kosten für Miete und Investitionen für die Schulgebäude werden in die Erstattungsbeträge nicht eingerechnet. Das ist frei jeglicher Sinnhaftigkeit, denn ohne Räume gibt es keinen Unterricht. Wenn der Bund mit dem neuen System den Anspruch erhebt, die Ausbildungskosten komplett abdecken zu wollen, dann müssten auch diese Ausgaben einfließen. Wir haben uns mit den anderen Ländern, Herr Minister Klose hat es erwähnt, dafür eingesetzt, leider ohne Erfolg. Aus der Nichtberücksichtigung folgt eine eklatante Ungerechtigkeit. Während die Schulen, die mit einer Klinik verbunden sind, die Kosten über die Krankenversicherung bzw. nach dem Krankenhausgesetz erstattet bekommen, bleiben die alten Pflegeschulen auf ihnen sitzen. Es gibt für sie keine Refinanzierungsmöglichkeit. Und wegen dieser ungedeckten Kosten droht ein Abbau von Schulplätzen. Dieser Fehlentwicklung beugen wir vor. Wir lassen die Schule nicht im Stich, wir schließen die Finanzierungslücke. Das Geld, es steht bereits im Haushalt bereit. Frau Böhm, wir haben hier die Vorbereitungen getroffen. 3 Millionen, so die Vorerhebungen, sind erforderlich. Das Gesetz schafft nun die Grundlage für die Auszahlung. Und wir garantieren somit, dass die Finanzierung der Pflegeausbildung in Hessen auskömmlich, dass sie gerecht und dass sie sicher ist. Deshalb haben wir die Pflegeschulen auch in den Digitalpakt einbezogen. Sie erhalten hier 4,6 Millionen Euro für ihre digitale Infrastruktur. Lieber Herr Pürsün, hier haben wir nichts verschlafen. Hier sind wir Vorbild für andere Bundesländer. Vorangegangen sind wir vor einem Jahrzehnt auf einem weiteren Gebiet, dem Gewinnen von Kräften aus dem Ausland für die Altenpflege. Wir haben nicht nur eine Vermittlungsstruktur aufgebaut, sondern auch die Sprachförderung, die ein Ausbildungshindernis beseitigt. Interessenten wird der Weg in die Ausbildung eröffnet, auch wenn sie noch nicht gut Deutsch können. Die Sprachförderung hilft dann, dass der Abschluss gelingt. Und dieses Erfolgsmodell rollen wir nun mit dem Gesetzentwurf auf die gesamte Pflegeausbildung aus. Zudem begründen wir eine Pflegelandesstatistik, die zur Steuerung unerlässlich ist. Summa summarum, mit diesem Gesetz sichern wir die gut aufgestellte Pflegeschullandschaft in Hessen in ihrer Struktur und Qualität, und wir ermöglichen ihre Weiterentwicklung. Lassen Sie mich zum Schluss eine Anmerkung machen, die über den Gesetzentwurf hinausgeht und mit der ich auch an die Vorredner anknüpfe. Wir haben schwierige Zeiten, besonders in der Pflege, und sie leistet Großartiges. Das umfasst weit mehr, als der Begriff Systemrelevanz beinhaltet. Die Pflege ist ein Pfeiler der Menschlichkeit. Die Pflegekräfte stehen an der Front. Sie bekämpfen das Virus direkt unter Einsatz der eigenen Person. Sie sichern mit ihrer hohen Fachlichkeit eine qualifizierte Versorgung. Sie helfen in dieser außergewöhnlichen Grenzsituation, die Würde des Menschen zu wahren. Sie leisten einen herausragenden Dienst am Nächsten. Dafür danken wir von Herzen. Meine Damen und Herren, die Corona-Krise zeigt eindringlich, wie wichtig und wie kostbar dieser Dienst am Menschen ist. Er verdient mehr Anerkennung, wie dies aktuell auch in den neuen Mindestentgelten und dem Mehrurlaub zum Ausdruck kommt. Ich bin zuversichtlich, dass es in der Folge der Krise nachhaltig zu weiteren Verbesserungen für den Berufsstand kommt. Bessere Arbeitsbedingungen, eine bessere Bezahlung. In diesem Sinn kann die Krise eine Chance sein. Wir stehen hier in der Verantwortung. Nutzen wir sie gemeinsam. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Klepper. Nächste Rednerin für die Fraktion der Sozialdemokraten ist die Kollegin Frau Dr. Sommer. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Pflegeschulfinanzierung ist notwendig, weil Miet- und Investitionskosten der
bisherigen Altenpflegeschulen nicht abgedeckt sind. In den vergangenen Jahren bzw. in der vergangenen Legislatur haben wir uns oft über die Finanzierung von Altenpflegeschulen gestritten. Viele Jahre waren nämlich die Schulgeldpauschale unverändert geblieben. Daran möchte ich noch einmal erinnern. Und die Lage unserer Altenpflegeschulen war doch durchaus prekär. Dabei war der Landesregierung ausreichend bekannt, dass das so war. Wir haben als SPD gemeinsam mit den Schulen gefordert, dass die angelehnt an die IHB-Studie zur Untersuchung der Kostenstrukturen hessischer Schulen endlich ein deutlich höheres Schulgeld bezahlt wird. Und das ist lange Zeit nicht passiert, meine Damen und Herren. Bislang hatten alte Pflegeschulen keine Investitionskosten vom Land erhalten. Die Zielrichtung des Gesetzes ist daher richtig. Allerdings ist das natürlich auch auf die Generalistik begründet. Sie können jetzt nicht mehr drumherum. Ich möchte aber auch das, was Christiane Böhm schon herausgestellt hat, noch einmal nachfragen, ob Sie schlicht und weg vergessen haben, Instandhaltungskosten zu berücksichtigen, oder ob eine solche Zahlung von Ihnen noch angedacht ist. Von den Pflegeschulen ist außerdem zu hören, dass Sie dafür plädieren, den Beantragungszeitraum nicht auf ein Jahr festzusetzen, sondern auf 2 bis 3 Jahre. Dies fände ich auch für alle Beteiligten gut, denn das würde ja auch für alle anderen Stellen den Verwaltungsaufwand ein Stück weit reduzieren. Daher regen wir an, doch die Hinweise aus der Praxis zur Kenntnis zu nehmen und noch einmal zu prüfen. Im zweiten Teil geht es dann um die Sprachförderung. Diese schätzen wir als sinnvoll und notwendig ein. Dort, wo Lücken gerade auch dann der Fachsprache vorhanden sind, die den Ausbildungserfolg gefährden könnten. Meine Frage ist aber auch so, wie von Christiane Böhm noch einmal geschildert. Sie haben hier festgeschrieben, 2,94 € pro Stunde pro Teilnehmer. Mir wurde seitens der Schulträger mitgeteilt, dass die Förderbeträge nicht kostendeckend sind. Ich habe die Frage an Sie, Herr Minister Klose, wer trägt das Defizit? Oder haben Sie vor den Stunden Satz auf diese 6 €, die eben kostendeckend wären, zu erhöhen. Im dritten Teil geht es dann um die aussagekräftige und umfangreiche Statistik zur Ausbildung. Das ist ein Anliegen, das teilen wir. Aber wir würden das noch umfassender anlegen. Vielleicht können Sie sich daran erinnern, dass wir 2017 als SPD-Landtagsfraktion einen Landespflegeplan vorgeschlagen haben als koordinierte Bedarfs- und Angebotsplanung der Altenhilfe und Altenpflege. Das sollte die bedarfsgerechte Versorgungsstruktur abbilden, neben dem Fachkräftebedarf auch die Angebote und die Unterstützungsbedarfe verankern, die auch die Patientinnen und Patienten, Bürgerinnen und Bürger benötigen, meine Damen und Herren. Das wünschen wir uns, aber auch die von Ihnen vorgelegte Ausbildungsstatistik ist schon einmal ein Anfang, wenngleich sie auch recht spät kommt. Das Problem ist uns ja schon längstens bekannt. Jedoch bedeutet das von Ihnen vorgeschlagene Instrument einen hohen Aufwand der Datensammlung für die Schulen. Ich möchte an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass viele Daten schon das RP Gießen und auch Darmstadt von den Schulen sammeln. Deswegen schauen Sie doch noch einmal genau hin, welche Daten müssen erhoben werden, um Parallel- und Doppelstrukturen zu vermeiden. Das sind so meine ersten Anmerkungen in der ersten Lesung. Ich bin auf die Gesetzesanhörung gespannt. Und trotz oder auch wegen dieses Gesetzes bleibt die Frage nach wie vor, was macht Hessen, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Ich finde, man kann nicht oft genug betonen, dass es die wichtigste Herausforderung ist, rechtzeitig ausreichend Fachkräfte zu gewinnen. Und ich sage es noch einmal, da haben wir nicht fünf vor zwölf, sondern 5 nach 12. Und da vermissen wir einfach schon lange Taten bei diesem immensen Handlungsdruck. Und auch in diesem Gesetz steht nichts davon drin, wie Sie dieser Herausforderung gerecht werden wollen. Gerade Teil 3 wäre dafür prädestiniert gewesen, dies gesetzlich auch festzuschreiben. Das Gesetz ohne Frage ist ein weiterer Schritt, um die Generalistik vorzubereiten. Das alleine reicht uns, meine Damen und Herren, nicht aus. Wir werden weiter fordern, dass auch angesichts der wertvollen Arbeit die Pflegekräfte jetzt
und auch alle Zeit leisten, dieser Beruf aufgewertet und attraktiv gemacht wird, damit in Zukunft genügend Fachkräfte für all jene da sind, die, wenn sie krank oder alt sind, versorgt werden können. Und zum Schluss auch noch einmal von uns als SPD-Landtagsfraktion ein herzliches Dankeschön an alle Alltagshelden, die nämlich dringend unsere Unterstützung und mehr Anerkennung benötigen. Und Frau Müller-Klepper, da nehmen wir Sie beim Wort. Sie haben gerade gesagt, wir sollen gemeinsam dafür Verantwortung tragen. Daran werden wir Sie spätestens bei der nächsten Debatte dann erinnern. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. – Nächste Rednerin für die Fraktion der AfD ist die Kollegin Papst-Dippel. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die durch Corona ausgelöste Krise hat auch in Deutschland unterschiedliche Schwachstellen, z. B. im Bereich der Pflege, offenbart. Und die Beschäftigten in der Pflege sind hier natürlich ausdrücklich nicht gemeint. Ihnen kann man ohnehin und jetzt besonders nur unseren Dank aussprechen. Der Verband Häusliche Betreuung und Pflege schätzte vor einiger Zeit, dass etwa 300.000 osteuropäische Betreuungskräfte in Deutschland arbeiten. Durch die Reisebeschränkungen, aber auch durch das sehr verständliche Verlangen der Betreuungskräfte, bei ihren Familien in der Heimat zu sein, ergab sich eine plötzliche und hohe Nachfrage bei vielen Pflegediensten. Die ohnehin seit Jahren angespannte Situation hat sich durch Corona verschärft. Leidtragende sind dabei die Pflegebedürftigen und ihre Familien. Hier wird deutlich, dass die Regierungen zwar mit verschiedenen Gesetzen und Verordnungen versucht haben, die Bedingungen zu verbessern, an dieser Stelle, ob die Generalistik der Pflegeberufe ein Erfolg wird, das wird sich dann auch später erst zeigen. Aber die Problematik mangelnder Ausbildungsplätze hat man offenbar nicht frühzeitig, z.B. durch die Schaffung weiterer staatlicher Ausbildungsmöglichkeiten, angepackt. In Niedersachsen gibt es 92 Altenpflegeschulen. In Hessen 48, mehrere Schulen mussten wohl schon schließen. Der vorgelegte Gesetzentwurf sieht nun die Übernahme von Miet- und Investitionskosten und der Kosten der Sprachförderung vor. Das sind sicherlich in der jetzigen Situation Maßnahmen, die den Versorgungsproblemen entgegenwirken. Alternativen im Hinblick auf die Ausbildungskapazitäten sieht der Entwurf denn auch nicht. Dennoch hat Corona gezeigt, dass es mit Pflegekräften aus Osteuropa die beschriebenen Probleme gegeben hat, auf einem bereits angespannten Arbeitsmarkt, wie der Entwurf formuliert. Es sollte daher dringend an einem höheren Angebot staatlicher Ausbildungsplätze gearbeitet werden, damit dem Mangel so gut an gut ausgebildeten Fachkräften schneller entgegengewirkt werden kann. Denn wir wissen ja alle, dass es ohnehin einen steigenden Bedarf für die Pflege geben wird, und es sollte zu einer ähnlichen Situation wie der Corona-Pandemie und sollte es zu einer ähnlichen Situation wie der Corona-Pandemie kommen, dann sollten die Betreuungssituationen für die Betroffenen und ihre Familien, aber auch für die Pflegekräfte und Pflegedienste entspannter bleiben. Die bisherige Sprachförderung in der Altenpflegeausbildung hat sich laut Gesetzentwurf bewährt und sollte fortgesetzt werden. Wichtig ist bei allem natürlich die Erhebung von Daten, deren Auswertung und die Evaluierung von Maßnahmen zu ihrer ständigen Verbesserung dienen. Ich komme zum Ende und wiederhole noch einmal. Die Schaffung von mehr staatlichen Ausbildungsplätzen, um vermehrt heimische Pflegekräfte zu generieren und langfristig zu binden, sollte jetzt noch stärker in den Fokus gerückt werden, damit der zunehmende Bedarf auch in einer Krise abgedeckt werden kann. Über die Attraktivität des Berufs muss selbstverständlich an anderer Stelle weiter geredet werden. Danke sehr. Vielen Dank, Frau Kollegin Papst-Dippel. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht der Kollege Markus Bocklet.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mir ist dann doch noch einmal ein Bedürfnis, Herr Pürsün, daran zu erinnern, worum es heute hier geht. Sie haben ja so einen Galoppritt, einen Exkurs gemacht zur Pflegepolitik insgesamt. Ich würde gerne noch einmal in Erinnerung rufen, dass es hier heute unter anderem auch um eine Umsetzung geht des Pflegeberufsreformgesetzes vom Juli 2017. Dort wurde die Finanzierung der neuen generalistischen Ausbildung geregelt. Lassen Sie mich zunächst noch einmal festhalten. Ich glaube, dass das ein richtig guter Schritt war, dass man die Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege zusammengelegt hat. Wir Grüne tragen das ausdrücklich mit. Das ist ein guter Beschluss der Bundesregierung. Ich glaube, dass dieses Berufsbild dadurch attraktiver wird und dass es auch vielen auch helfen wird, auch uns später helfen wird, wenn wir so eine generalistische Ausbildung haben. Ich glaube, wir haben aber, die Bundesregierung hat auch dort die Finanzierung geregelt, und sie hat die Finanzierung so geregelt, dass es durch eine Ausbildungsumlage möglich ist, dass sowohl Betriebe, die ausbilden, aber auch die Nichtausbildung dazu beitragen müssen, dass es da zu einer Finanzierung kommt. Das sogenannte Umlagesystem war ja sehr lange umstritten. Auch das ist ein guter, wichtiger Schritt, dass der kommt, die Ausbildungsumlage. Auch das tragen wir gerne mit. Aber, Frau Dr. Sommer, was immer ein bisschen schwierig ist, nach den zwei Punkten des Lobes hat der Bundesgesetzgeber auch zwei wichtige Sachen vergessen. Und nämlich, dass er auskömmlich finanziert, wie die Mieten miterstattet werden, und dass er vergessen hat, wie die Sprachförderung in einem Berufsbild, wo wir es mit ganz vielen Nichtdeutschen zu tun haben oder mit Menschen mit Migrationshintergrund, deren Sprachkenntnisse nicht gut sind, da braucht es eine starke Sprachförderung. Und beide Punkte zur Finanzierung hat der Bundesgesetzgeber ausgelassen. Und da finde ich es immer ein bisschen komisches Spiel von der SPD, dass sie das, was sie im Bund nicht durchgesetzt haben, dass sie dann hier so sagen, die Landesregierung muss es mal machen. So kann das nicht funktionieren. Sie haben im Bund es nicht geschafft, dass die Mieten und die Sprachförderung richtig finanziert wird. Deswegen ein bisschen mehr Demut täte Ihnen gut. Wir wollen ja keine unnötige Schärfe noch in die Debatte um 19.13 Uhr bringen, aber das gehört halt zur Wahrheit dazu. Wenn der Bund es mal wieder versägt, sollen wir es im Land regeln. Wichtig ist, dass wir es jetzt im Land regeln. Ich bedanke mich beim Minister Klose und der Landesregierung, dass sie diesen Gesetzentwurf vorgelegt haben und dass sie diese beiden Punkte der Sprachförderung und der Mietenentgeltung auch tatsächlich mit in den Gesetzentwurf eingebracht haben. Die Finanzierung und Mehrkosten, wurde schon gesagt, von 3 Millionen €. Sind im Landeshaushalt sichergestellt. Deswegen bin ich mir sicher, dass dieses Gesetz eine große Mehrheit in diesem Hause finden wird. Und auch viele Anzuhörenden werden dem sicherlich zustimmen. Das Prinzip, das Sie von der Linkspartei haben, ist natürlich, dass es zu spät kommt und dass es noch mehr sein darf. Dieses Prinzip gilt ja immer in der Opposition. Deswegen sitzen Sie auch in der Opposition und wir regieren. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Bocklet. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung angelangt. Ich gehe davon aus, dass wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den SIA überweisen. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann machen wir das so. Nach meiner Liste sind wir jetzt am Ende der heutigen Sitzung angelangt. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für diesen wunderschönen Plenartag, wünsche Ihnen einen guten Abend. Und wir sehen uns morgen früh um 9 Uhr wieder.